Ho Freunde und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Guys. Ja, wir haben in der letzten Folge wieder einiges erzählt, beziehungsweise einiges gesehen, was irgendwie ein bisschen komisch war, aber ich habe mich tatsächlich nichtsdestotrotz nicht lumpen lassen und habe jetzt tatsächlich Redstone-Fackeln wieder in meiner Wohnung. Woher die kommen? Ja, keine Ahnung. Es gibt hier theoretischerweise irgendwo einen Geist, der uns die ganze Zeit auf die Nerven geht und uns die ganze Zeit andere Fackeln hierhin platziert, die wir eigentlich möchten. So, auf jeden Fall möchte ich euch nur mal kurz erklären, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe mein Haus ein bisschen verschönert, ja. Ich habe mich einfach mal nicht gescheut und habe einfach mal ein Stonehouse gebaut. Ich würde sagen, für den Anfang ist das ganz nice und habe natürlich hier nochmal ein paar Schafe mit in unsere kleinen Fans hier reingebracht, ja. Das heißt also, wir haben jetzt immer ein bisschen Wolle dabei, falls wir da irgendwie ein bisschen Wolle brauchen. Das sind ganz tolle Schafe, die essen ein bisschen was, ne, essen nur Gras und alles ist super, ja. Ganz friedliche Tiere, die niemals jemandem was tun würden, ja. Es sieht auf jeden Fall so aus. Ich wollte als erstes mit euch kurz was machen und zwar habe ich jetzt eigentlich geplant gehabt, zwei wunderschöne kleine Blumen zu pflücken, die wir dann theoretischerweise vor unser Zuhause platzieren können. Es wird auch gerade schon wieder Abend, das heißt, wir können dann gleich auch wieder schlafen gehen, damit wir wieder einen frischen neuen Morgen haben, denn ich habe nämlich hier zwei kleine Blumen, ja, die ich jetzt einfach in meinen kleinen Blumenkasten hier gelegt habe. Ich hätte mir theoretischerweise auch irgendwie so einen kleinen Blumentopf oder sowas bauen können, aber heute möchte ich mich tatsächlich um etwas anderes kümmern, aber bevor wir das machen, möchte ich nochmal kurz schlafen gehen, plus nochmal, ich habe mir endlich einen Lever geholt, damit ich endlich die Tür hier zumachen kann. Das andere Problem ist natürlich das hier oben. Ich habe hier übrigens auch oben die ganzen Spikes entfernt, aber den Zaun vom Geist habe ich gelassen. Ihr habt ja gesehen, der Zaun ist ja von dem Geist hierher gekommen und ich muss auch schon sagen, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Und was ich euch auch nochmal kurz zeigen wollte, die Sonne geht ja gleich unter und ihr werdet jetzt ganz langsam sehen, wie es ganz, ganz schnell dunkel wird. Also so dunkel, dass man gar nichts mehr sieht. Schaut euch das mal an, wie einfach die Farbe, die verschwindet. Yo, what the fish? Jetzt fängt es wieder an. Okay, ihr seht es, die Farbe verschwimmt einfach mega schnell und dann, wenn das Rote komplett weg ist, dann wird es einfach komplett dunkel sein, ja? Guck mal, die ersten Monster spawnen da. Oh, nee, das ist ein Kaktus, lol. Okay, ja, und jetzt fängt schon wieder das hier an. Und damit wir das natürlich ein bisschen überspringen können, können wir natürlich gerne nochmal kurz in unser kleines Bettchen reingehen, denn in unserem Bettchen geht es uns nämlich immer gut, gut, gut. Ich hoffe einfach mal, das klappt. Super, geschlafen, alles klar. Wir haben auch inzwischen unseren Spawnpoint bei uns zu Hause. Das heißt also, da dürfte eigentlich alles klar gehen. Und ich finde es sehr schön, dass wir jetzt nochmal kurz den frischen Morgen haben. Denn eigentlich möchte ich nämlich noch kurz diesen Morgen nutzen, um ein paar Pumpkins zu farmen. Denn es sieht nämlich so aus, wir brauchen nämlich diese Pumpkins, um natürlich unser Dorf auszuleuchten, ja. Wir haben in der letzten Folge auch übrigens ein bisschen was mit dem Dings geredet, mit dem guten alten kleinen Geist, ja. Wir haben nämlich jetzt eine Chance, mit dem Geist zu interagieren. Sprich also, wir haben ihm ein Ja-Nein-Feld gebaut, ja. Und haben dort dann ein paar Fragen gefragt, ja. Ein paar Fragen sind mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unschlüssig und ich habe auch ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was das eigentlich bedeuten soll oder was das mir eigentlich was sagen soll, denn ich habe den nämlich gefragt, sag mal, ist dieser komische Typ, der die ganze Zeit in der Stadt herumläuft ohne Pupillen, bist du das? Dann hat er einfach gesagt, nein, aber das muss der gewesen sein, warum sagt er mir dann nein? Wollt ihr mir jetzt sagen, dass der mich vielleicht anlügt oder sowas in der Art? Und wisst ihr, was viele in die Kommentare geschrieben haben von euch? Dass er irgendwie vielleicht irgendwie auch so eine Schwäche hat, ja? Sowas kennt ihr zum Beispiel so Vampire, ja? Die mögen ja Knoblauch zum Beispiel. What the fish? Ich habe mich gerade erschrocken, dass ich das Schwein geschlagen habe. Auf jeden Fall, die Vampire, die mögen ja kein Dings, kein Knoblauch, ne? Und wenn ich ja theoretischerweise jetzt auch irgendwas herausfinde, was ich theoretisch dem komischen Geist geben könnte, dass der sich vor mir erschreckt, beziehungsweise dass der wegrennt, dann hätten wir ja irgendwie eine Geheimwaffe gegen ihn. Das wäre ja eigentlich schon ganz nice, muss ich sagen, ne? Und übrigens, ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich machen möchte. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal kurz die Pumpkins und dann lege ich... Yo, 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 Chimmer, Chimmer. Alter, da war wieder jemand an meiner Kiste. Aber da ist nichts rausgenommen worden. Yo, 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 was ist hier passiert? Irgendwas wurde hier gerade eben gemacht. Hä? Das ist ein komischer... Junge, der hat einfach diesen Dirtblock weitergebaut. What the... Okay, ich werde da jetzt einfach mal nicht drauf eingehen. Ich möchte da jetzt ehrlich gesagt... Ist mir auch egal, was der da baut, ne? Warte mal, wir müssen jetzt hier irgendwie so ein paar Jack-O-Lanterns bauen. Perfekt, super. Hier gehen die ganze Zeit irgendwelche Kisten auf. Das ist so gruselig. Ich hasse dieses Geräusch. Oh! Ich hasse dieses Projekt! Alter, was... ist es hier? Wo bin ich denn hier gerade runtergefallen? Warte mal, irgendwann müsste ich ja eigentlich stoppen. Wo war das denn? Wo bin ich denn? Da! Hier ist ein Loch. Hier ist aber ein Loch. Da! Hier sind...
Hier sind irgendwelche Fake-Blöcke oder sowas in der Art. Junge, das sind einfach Fake-Blöcke gewesen. Alter, ist das unfair, Mann. What the fishery do? Wir haben hier alle unsere Items verloren. Alter, das ist so komisch. Ich wollte doch gerade eben einfach nur Dings, irgendwelche kleinen Laternen aufstellen. Und jetzt wird uns schon wieder irgendwie sowas hier gemacht. Alter, das ist so komisch. Jetzt muss ich mich hier nochmal kurz hochbauen. Das Problem ist, wir haben auch ein ganzes Inventar voll mit Schrott. Ja, ist auch nicht so gut. Und wir wurden natürlich selbstverständlich nochmal von einem Ghoul getötet. Der ist ja innerhalb von 2 Sekunden da. Der ist ja schneller da als ein Taxi, das ich rufe, ne? Um mich zu töten. Das sind die komischen Tiere. Und ich wette mit dir, diese Tiere, die arbeiten auch irgendwie mit dem Geist zusammen. Oh Mann, es ist echt schlimm. Eigentlich wollte ich nämlich diese Jack-O-Lanterns hier eigentlich nur aufstellen, ja, damit die Hauptsache ein bisschen Licht hier in die gute alte Stadt reinbringen, weil wenn wir nämlich irgendwie dieses Problem haben mit diesen komischen schwarzen Dingern, die hier die ganze Zeit angetanzt kommen und mich dann innerhalb von 2 Sekunden wieder umbringen, dann haben wir halt eben wieder ein riesiges Problem. So, was ich übrigens auch noch unbedingt machen möchte, ist unbedingt auf so eine kleine Insel kommen, aber ihr habt es ja gerade eben schon gesehen, wir haben ja schon voll das Problem gehabt, irgendwie aus dieser kleinen Höhle da rauszukommen, ne, und deswegen möchte ich nochmal kurz meine 10 kleinen Pumpkins hier hin platzieren, um Hauptsache so viel Licht wie möglich zu haben. Und dann möchte ich auch gerne sehen, wie das bei Nacht aussieht. Denn bei dieser Ultra-Hardcore-Darkness-Geschichte, da sehen diese... Oh, das ist einfach ein Eisen. Wie nice ist das denn? Oh, das ist noch... Wow. Das ist eine Spur. Okay, ich würde einfach mal sagen, ich weiß, dass es der Geist ist, aber ich tue es einfach mal und gehe jetzt einfach mal drauf ein und sage einfach mal, okay, wir können ja unsere Pumpkins auch später legen. Okay, die Spur geht jetzt einfach mal hier weiter. Das ist ehrlich gesagt komisch. Ich weiß nicht, was der mit mir vorhat. Er hat mich ja diese Folge schon einmal getötet. Okay, warte mal, wie viel Eisen haben wir schon? Wir haben schon 10 Eisen, Alter. Der gibt uns so viel Eisen. Okay, wohin bringt er uns denn? Da geht die Spur weiter. Okay, interessant. Oh nein, der bringt uns in eine Höhle rein. Oh nein. Ah nee, guck mal, die geht ja hier weiter. Okay, vielleicht, okay, das ist, glaube ich... Ah nee, guck mal, da geht es ja auch nochmal weiter. Über den Steg schon richtig. Okay, das ist ja nice, Alter. Wir haben schon 20 Eisen. Das ist ja mal mega nice. Okay, dann hier über das Wasser. So, nochmal ein bisschen tauchen und dann hier nochmal lang. Junge, wo führt der mich denn lang? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der führt mich irgendwie in eine Sandhöhle oder sowas. Ah, okay. Das ist ein Portal. Yo. Also, hundertprozentig werden wir einfach irgendwo runterfallen und sterben und dann ist einfach sofort go. Okay, versuchen wir es mal. Geronimo! Was? Hello, my dear friend. I'm the ghost. Or how do you name me? Warte mal, ich lese es einfach sofort auf Deutsch vor. Hallo, mein werter Freund. Warte mal, warum habe ich denn hier die ganze Zeit immer noch Wassergeräusche? Oh Gott, ist das schlimm. So, hallo, mein werter Freund. Ich bin der Geist, oder wie du mich auch immer nennen möchtest. Ich möchte dich töten, ne? Und das ist meine Mission. Ich habe diese Mission von meinem Master bekommen. Mein Meister ist in derselben Welt wie in deiner Welt. Hä? Goodbye, Ghost. Und übrigens, ich habe nicht die Erlaubnis, mit dir zu reden. Und das ist nur ein Tipp von mir. Hä? What the fish, Alter? Yo, was ist denn das für eine gruselige Sache? Das heißt also, hinter dem Geist steckt nochmal jemand, aber der Geist ist nur derjenige, der uns die ganze Zeit quält. Yo, das ist ja mal mega gruselig, Alter. Das heißt also, der Geist darf nicht mal mit uns reden, aber er tut es trotzdem, okay? Das heißt also, vielleicht steckt ja hinter dem Geist trotzdem eine gute, gute Seele. Oder vielleicht möchte er uns einfach nur mega trollen, ja? Und wir wissen einfach nicht, ob wir dem glauben sollen, weil wir kennen den ja nicht mal. Junge, das ist einfach nur ein Schatten auf dem Boden, der uns die ganze Zeit, der hat uns bisher 3-mal getötet und jetzt sollen wir ihm auf einmal vertrauen. Nein, Mann, Alter, ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Oh, yo! Alter, wir sind einfach auf der Slime-Insel. Wie nice ist das denn? Alter, der hat uns einfach hier hochgebracht. Wie cool ist das denn, Alter? Hier, wow, guck mal, wir können sogar hier höher springen. Jo, wie nice. Guck mal, hier gibt es sogar andere Bäume und andere Blöcke. Was ist denn das, bitteschön? Guck mal, wenn wir jetzt mit der Iron Pickaxe hier was abbauen, was ist denn das hier? Das ist ein Kong-Wheeled Blue Slime Block. Der lässt uns einfach mal höher springen oder sowas. Das ist sehr nice, okay? Das ist irgendwie ein Wasser oder sowas in der Art. Ich habe sowas an Wasser auch noch nie gesehen. Aber wir können theoretisch... Oh, ich habe sogar eine Idee, was wir machen können. Guck mal, wir können uns hier einfach eine Crafting Bench bauen, hier oben. Und zum Glück haben wir das ganze Eisen gesammelt, denn dadurch können wir uns jetzt nämlich einen Eimer bauen. Und mit dem Eimer können wir uns eigentlich das Wasser hier mitnehmen. Und zwar ist das Liquid Blue Slime Bucket. Ja, das heißt, wir können jetzt also blaues Wasser mitnehmen. Sehr cool. Und dann können wir uns vielleicht sogar... Nee, eine unendliche Quelle wird, glaube ich, nicht funktionieren. Aber das ist auf jeden Fall sehr nice, hier schon mal gewesen zu sein. Super. Das heißt, wir können also hier nochmal kurz den... Oh, ich habe das Portal kaputt gemacht. Ich habe mich gerade eben wieder erschrocken, Alter. What? What?
Oh, da ist ein neues Portal. Dankeschön, Geist. Alter, der Geist ist ja heute voll nett zu uns. Wow, und jetzt haben wir auch schon die ganzen Dings hier abgebaut. Und was haben wir denn da? Oh, das sind Saplings, ja? Purple Slime Saplings. Das heißt also, wir können uns also neue Bäume bei uns zu Hause anbauen. Das ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und ich nehme auf jeden Fall diese komischen Slime-Blöcke hier nochmal kurz mit, weil damit können wir nämlich... es ist irgendwie ein bisschen schwer, darauf zu springen. Aber wenn man es mal macht, dann macht es eigentlich relativ viel Spaß. Und wir könnten vielleicht sogar irgendwas Cooles daraus bauen. Super. Das heißt, warte mal, wir bauen nochmal kurz das hier ab. Und dann sind wir hier nochmal kurz im Wasser. Hier gibt es auch nochmal irgendwie ein anderes Dirt oder sowas in der Art. Keine Ahnung, was das für Dirt ist. Das ist ein Green Slimy Dirt. Und ich merke gerade, guck mal, man kann darauf schon hochspringen. Guckt euch das mal an. Warte mal, wenn wir jetzt hier mal die ganze Zeit springen. Oh, warte mal, ich habe ihn gerade eben gesehen. Da war gerade eben der Schatten von ihm. Hey, warte mal, ich habe eine Idee. Geist, kannst du Trampolin springen? Warte mal, wir machen nochmal hier kurz den letzten. Guck mal, Trampolin. Guck mal, vielleicht springt er ja auf dem Trampolin. Hey, er springt. Guck dich das mal an. Man sieht manchmal, oh, guck mal, da springt er wieder. Hey, lol, mega lustig. Okay, also ich muss schon sagen, der gute alte Geist, ja, der ist ja heute mega chillig drauf, muss ich sagen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich bin mir halt eben noch nicht sicher, wie ich die einsetzen soll. Aber ich würde einfach mal sagen, ich nehme einfach mal das Portal zurück, was er uns da jetzt gegeben hat. Keine Ahnung, wo ich da jetzt rauskomme. Ich vertraue ihm jetzt einfach mal. Und wir kommen zu Hause raus. Er hat uns zu Hause rausgelassen. Junge, das ist ja mal voll der coole Ausflug gewesen. Okay, cool. Das heißt also, wir können jetzt theoretisch uns irgendwo so einen kleinen Jump-Pad oder sowas hinbauen, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Ich hoffe einfach mal, dass der komische Geist uns jetzt nicht irgendwie trollt oder sowas. Wir können auch kurz auf die Uhrzeit schauen. Ich glaube sogar, demnächst dürfte es vielleicht sogar dunkel werden. Und wenn es sogar dunkel wird, haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit, dass es halt eben Nacht wird. Und dann können wir mal sehen, ob unsere Jack-O-Lanterns was bringen, ja? Und ich sehe gerade, es geht tatsächlich gerade Richtung Dunkelheit. Das heißt also, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Und das heißt also, wir können unsere Saplings hier kurz hin platzieren. Das heißt also, wir haben dann hier vielleicht so ein paar blaue Bäume. Super. Warte, wir platzieren einfach mal hier was hin. Oder, warte mal, ich glaube, man braucht vielleicht sogar dafür dieses komische grüne Dirt, um die da drauf zu platzieren. Haha, super, dass ich... Das ist immer noch das Komischste. Also das finde ich ehrlich gesagt sehr komisch. Okay, es wird schon langsam dunkel und wir können vielleicht sogar mal unsere Slime-Blocks irgendwo hin platzieren. Vielleicht sogar, oh, ich habe eine Idee, was wir vielleicht machen könnten. Das könnte vielleicht sehr gefährlich werden, aber vielleicht auch mega lustig. So, warte mal, wir gehen jetzt mal kurz hier runter. Oh, da unten ist sogar ein Villager gefangen. Oh nein, der arme Villager. Okay, gut, es tut mir leid, kleiner Villager, aber jetzt kann ich dir gerade nicht helfen. Ah, what the fish? Ah, du willst mir deinen Block hinsetzen? Vielen Dank, mein kleiner Freund. Super. Das heißt, der hat uns gerade eben hier hochgeholfen und ich mache jetzt einfach mal einen gewagten Jump. Mal gucken, ob es funktioniert. Und 1, 2, 3 und wow, oh nein, es hat nicht funktioniert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich wurde, glaube ich, geblockt oder sowas in der Art. Aber ich guck mal, es funktioniert, glaube ich. Warte mal, wenn wir jetzt von hier, so, warte mal, kann ich vielleicht da so einen Block hin platzieren, dann zack und dann da drauf. Hey, das funktioniert sogar super. Das heißt, wir haben also hier so eine Art kleine Treppe. Mal gucken, ich versuche es nochmal da runter zu springen. 1, 2, 3 und wow, Alter, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Warte mal, wenn wir theoretischerweise von höher nochmal springen könnten, dann wäre das vielleicht nochmal ein bisschen lustiger. Aber es klappt wahrscheinlich nicht so schnell, weil wir haben, glaube ich, nicht so viele Blöcke dabei, um uns irgendwie hochzubauen. Oder vielleicht können wir uns doch irgendwie hochbauen. Warte. Das heißt, ich baue mich jetzt einfach mal kurz hier so hoch, ne? Und dann kann ich da einfach so ein bisschen runterspringen. Es wäre halt eben nicer, wenn wir irgendwie noch ein bisschen höher könnten. Aber ich glaube, fürs Erste... Hey, wow! Oh nein, es wird dunkel. Jetzt wird er wieder böse. Bitte hör auf, böse zu sein, Kumpel. Bitte! Okay, ich merk's. Wenn es Nacht wird, haben wir das Problem, dass der irgendwie ein bisschen gewalttätiger wird. Und wenn es tagsüber ist, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Sprich also, wir müssen eigentlich immer nur versuchen, den Tag irgendwie zu skippen. Und guck mal, der hat gerade eben dort ein anderes Portal platziert. What the fish? Was machst du mit mir? Aua, ey, das tut weh, Mann. Mach das nicht. Warte, ich gehe durch das Portal durch. So, jetzt hat er mich nicht mehr. Okay, das heißt, ich schließe mich jetzt einfach mal zu Hause ein und wir haben jetzt einfach mal heute gelernt, wir haben einen Slimeball mit Bad Luck bekommen, ja. Dann haben wir hier vielleicht nochmal ein paar andere Blöcke bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt gerade macht, aber er bewegt wieder irgendwelche Blöcke. Unsere Scheiben sind noch in Ordnung und alles ist noch okay. Ich würde mal sagen, es reicht einfach mal für heute. Heute haben wir super viel gelernt, super viel gemacht. Oh, da ist der Schatten. Wohin gehen wir? Was tuten wir? Oh nein. Willst du mit mir reden? Oh oh. Willst du? Oh oh. Au! Okay, er will doch nicht mit mir reden. Okay, Leute, das scheint wieder irgendwie ein bisschen gruselig und ein bisschen aggressiv zu sein. Ich würde einfach mal sagen, wir werden uns einfach mal wieder nach Hause verziehen und einfach mal schauen, dass wir vielleicht einfach... Oh, er hat uns den Hebel weggemacht. Oh oh. Wie komme ich nach Hause? Aua! Oh nein! Oh, bitte töte mich nicht! Bitte töte mich nicht! Oh nein, er ist hinter uns. Okay, es ist alles cool. Bitte, bitte töte mich nicht!
Okay, sag mir, was du willst und ich tu's. Sag mir, was du willst und ich tu's. Oh mein Gott. Ich weiß nicht von... Stirb. Ey, das kann man doch noch irgendwie überreden, oder? Kann man das nicht noch irgendwie... Kann man das nicht noch irgendwie bereden? Ey,